Es ist mir eine große Freude, in dieses interkulturelle Gespräch, von dem Herr Wilk sprach, den alten Orient heute Abend einbringen zu dürfen. Ich danke ganz besonders herzlich Herrn Kollegen Wilk und Herrn Kollegen Günther für diese Einladung. Und ich freue mich, dass Sie, jede und jeder, die Sie hier sind, jetzt mit mir gemeinsam auf so eine, wie Herr Wilk angedeutet hat, auf so eine Abenteuerreise in das antike Mesopotamien gehen möchten. Wenn wir nachdenken über heilige Texte des antiken Mesopotamien, dann müssen wir zunächst einmal einen Negativbefund festhalten. Mesopotamien zählt nicht unter die Buchreligionen. Keine Buchreligion. Ja, Mesopotamien wird auch nicht gezählt unter Religionen mit heiligen Schriften. Heilige Schriften spielen zumindest im aktuellen Forschungsdiskurs keine Rolle. Auf den Punkt gebracht können Sie das nachlesen in einem 2007 erschienenen Werk des Neutestamentlers und Religionswissenschaftlers Marco Frenschkowski, der schreibt, Zitat, tatsächlich besitzen die Religionen des Alten Orients nur Ansätze zu dem, was man heilige Schriften nennen kann. Nur Ansätze. Und er führt das dann aus, nämlich bestimmte Texte, die in einer festgefügten Form weiter tradiert wurden. Also eine gewisse Art von Kanonisierung auch unter religiösen Texten. Ansonsten findet man gegebenenfalls in der Forschungsliteratur die Erwähnung von Amuletten mit dem Stichwort Heilige Schriften zusammengefasst. Also keine heiligen Schriften, vielleicht doch mit einem kleinen Fragezeichen. Ein neuer Blick auf die Quellen lohnt sich, natürlich aus Texte aus der religiösen Praxis. Die Sprache dieser Texte aus dem antiken Mesopotamien ist vornehmlich sumerisch. Und zu dieser sumerischen Sprache muss man festhalten, als Hintergrundinformation, es ist die Sprache der Schrifterfinder im antiken Mesopotamien. Und Mesopotamien ist der Raum zwischen den zwei Flüssen, Euphrat und Tigris, heute Irak und Syrien vor allem. Das Sumerische ist eine ganz eigenständige Sprache, die keiner Sprachfamilie zugeordnet wird, eine sogenannte isolierte Sprache. Und ich erwähne das deswegen, damit man verstehen kann, dass ihre Erforschung sehr zeitaufwendig ist. Aber auf der anderen Seite zugleich, und das ist ja oft im Leben so, ein sehr hohes Potenzial birgt. Sie können das Innovationspotenzial nennen oder Sie können das Abenteuer nennen, wie Sie das wollen. Beschäftigen wir uns also heute Abend mit aktueller Forschung, die hier in Göttingen stattfindet, mit einem Einblick in Forschungsprojekte der Göttinger Altorientalistik und der Göttinger Mythosforschung zu frühen, zum Teil frühesten religiösen Texten. Ich möchte Sie hier einladen, mit mir den Blick zu richten in vier Richtungen, und zwar auf zwei verschiedene Texte. Das werden unsere Schwerpunkttexte sein. Und von diesen Texten aus möchte ich Sie mitnehmen zu Mythen, die durch diese Texte sichtbar werden. Und andererseits möchte ich Ihnen vorstellen, zwei bestimmte Begrifflichkeiten, zwei bestimmte Textbezeichnungen, die uns hinführen zu ganzen Textgruppen. Zunächst noch ein paar wenige Hintergrundinformationen für den einen oder die andere, die vielleicht mit dem Bereich des Alten Orient nicht ganz so vertraut sein mag. Der Alte Orient ist der ganze Raum, in dem man Keilschrift geschrieben hat. Und das ist tatsächlich der Raum, den Sie hier eingeblendet sehen mit roten und grünen Bezeichnungen. Also wenn man heute mit den heutigen Begrifflichkeiten operieren würde, von der Türkei bis Ägypten, vom Iran bis in den Mittelmeerraum. Und man könnte hier sogar Griechenland, nicht nur Kreta und Zypern, anführen, auch im griechischen Theben etwa sind ein paar Keilschriftzeugnisse gefunden worden. Also ein großer Raum, der den Nahen Osten und Angrenzendes umfasst und genauso auch eine immense Zeitspanne, nämlich die Zeit eben von der Keilschriftentstehung, Keilschrifterfindung. Ungefähr wird das derzeit datiert auf 3500 vor Christus bis etwa 300 nach Christus.
Also rund 3000 Jahre, etwas mehr. Zum Stichwort der Schrifterfindung möchte ich Ihnen auch noch eine Information mitgeben. Das ist jetzt nicht nur eine ganz randseitige Information, sondern die wird auch für die weiteren Überlegungen heute Abend noch wichtig werden. Zur Schrifterfindung. Die Schrift ist erfunden worden, die Keilschrift ist erfunden worden von den Sumerern. Und zwar, wir können das ganz genau lokalisieren, in einer Riesenstadt, Megacity oder Metropole, also die Superlative häufen sich bei dieser Stadt nur so, namens Uruk bzw. modern Warka. Die befindet sich, wie Sie hier eingeblendet sehen, im südlichen Irak und ist von uns entfernt, räumlich ungefähr 50 Autostunden, zeitlich mehr als 5000 Jahre. Zu dieser Stadt ein kleiner Einblick in eine Rekonstruktion, in einen grandiosen Rekonstruktionsversuch des Deutschen Archäologischen Instituts Berlin in Zusammenarbeit mit der Firma Artefacts. Der datiert allerdings jetzt nicht auf die Zeit der Schrifterfindung, sondern über 1000 Jahre später. Aber trotzdem erhalten wir hier so einen Eindruck einer großen Tempelanlage im Vordergrund, die umgeben ist von einer dichten Bebauung, von einer dichten städtischen Bebauung. Und der eine oder andere mag noch erkennen, dass ganz im Hintergrund eine Mauer sich um diese Stadt zieht. Diese Stadt Uruk war berühmt für ihre Mauer und der mythische Erbauer dieser Mauer ist uns auch überliefert. Es war der sagenumwobene Gilgamesch von Uruk. Aber das nur als Hintergrund für die Schrifterfindung, die eben hier lokalisiert wird. Schrift ist nach dem heutigen Kenntnisstand entstanden, um eine irre komplexe Verwaltung und Wirtschaft bewältigen zu können. Also ganz grundlegend, basal, Sie können auch sagen prosaisch. Es dauert eine ganze Weile, etliche hundert Jahre, bis diese Keilschrift genutzt wird, um religiöse Texte niederzuschreiben. Also wohlgemerkt noch keine heiligen Texte, sondern religiöse Texte. Und unter diesen religiösen Texten ist einer der frühesten der sogenannte Hymnus auf die Stadt Kish. Und damit kommen wir zum ersten Schwerpunkt, ein besonderer Text für Kish. Kish ist einerseits die Stadt Kish mit ihrem ganzen Stadtstaat, andererseits steht Kish für das Zentrum dieses Stadtstaates und das ist, wie in Mesopotamien immer, der Tempel. Eine Stadt, ein Stadtstaat versteht sich als das Umland zum zentralen Tempel der Stadtgottheit. Das Preislied, wie wir es auch nennen können, mit dem Sumerischen im Hintergrund, das Preislied auf das Heiligtum von Kish liegt in zwei verschiedenen Abschriften vor, also in vielen verschiedenen Abschriften, aber die datieren verschieden, nämlich die frühen auf das 26. Jahrhundert vor Christus, nach 2600 vor Christus, das muss man sich immer mal auf der Zunge zergehen lassen, so eine Zahl, ja, das sagt sich so leicht. Unglaublich, ja, schon 1800 vor Christus ist... Ja, also da würden manche denken, Sie natürlich nicht, die Sie jetzt hier sitzen, aber manch einem, dem man das erzählt, der denkt, na, das sind die Kerls doch noch auf den Bäumen gehockt. Ja, von wegen. Vielleicht hier. Ich weiß es nicht. Da darf ich nichts drüber sagen. Also aus diesen Jahrhunderten, 26. und ungefähr 18. Jahrhundert, da kommt es jetzt auf 100-200 Jahre nicht so ganz genau an, datiert das früheste überlieferte sumerische Preislied. Um Ihnen mal ein bisschen einen Eindruck von Forschungsgeschichte zu geben, 1969 wurde zum ersten Mal etwas von diesem Lied publiziert, gab es eine erste Bearbeitung, die basierte auf 36 Textzeugen. Da müssen Sie sich Tontafeln drunter vorstellen, das zeige ich Ihnen nachher auch. Aus dem 18. Jahrhundert, immer vor Christus. Zwei Jahre später erschien eine Publikation von drei weiteren Textzeugen, jetzt aus dem 26. Jahrhundert vor Christus. Und wenn wir dann einen großen Sprung machen in der Forschung ins Jahr 2006, dann finden wir dort auf einmal 90 Textzeugen, die inzwischen identifiziert worden sind. Das sind nicht immer große Tafeln, das sind zum Teil kleine Fragmente, aber immerhin, die helfen, den Textbestand zu rekonstruieren. Im selben Jahr 2006 erschien eine großartige Übersetzung des Textes und auch weitere Textzeugen wurden dort genannt. Klaus Wilke, der das gemacht hat, hielt aber auch fest, dass es damit nicht getan ist, sondern dass eine echte, kritische, neue Edition dieser Tafeln
anzufertigen ist. Das ist eine wichtige Aufgabe für die Forschung und diese Aufgabe ist bis heute nicht eingelöst. Und das Schöne ist, dass eine solche kritische Neuedition aber in Planung, in Vorbereitung ist, und zwar hier in Göttingen an unserer Universität im Seminar für Altorientalistik aus der Feder von meiner Kollegin Dr. Britt Kerger. Das ist also eine ganz große Freude, dass wir dieses Projekt am Seminar laufen haben und ich werde Ihnen hier eben auch, darf Ihnen hier darin Einblick geben. Ein paar der Keilschrifttafeln dieser Hymne auf das Heiligtum von Kesch oder dieses Preisliedes zeige ich Ihnen hier. Sie sehen, das ist zum Teil ein kleiner fragmentarischer Brösel, wie hier rechts unten. Und hier müssen Sie sich vorstellen, das ist die Vorderseite, das sind die Ränder, unterer Rand und Rückseite. Das ist Vorderseite, das ist die dazugehörige Rückseite. Ganz winzige Fragmente, die man dazu identifiziert hat und ein weiteres Fragment. Und so stellen Sie sich das jetzt über 90 Mal vor. Dann haben Sie unseren derzeitigen Bestand der Kesch-Hymne. Und wer weiß, von 2006 bis jetzt sind wahrscheinlich schon wieder neue Texte identifiziert worden. Das ist das Großartige, einer der großartigen Punkte an der Altorientalistik. Es kommt immer neues Textmaterial nach. Okay, jetzt vom Äußeren zum Inneren. Worum geht es in dieser Kesch-Hymne? Ja, wir haben schon gesagt, es ist ein Preislied, und zwar ein Preislied auf den Tempel, auf das Haupt- und Staatsheiligtum des Stadtstaates von Kesch. Parallel zum Singen dieses Preisliedes müssen wir uns vorstellen, dass Menschen zu diesem Tempel gewallfahrtet sind. Dass also eine Prozession stattgefunden hat, während man das gesungen hat. So zumindest ein Ergebnis der Forschungen von Klaus Wilke. Formal betrachtet. Das Preislied hat 131 Zeilen und es ist gegliedert, sumerisch sagt man, in Häuser, in verschiedene Häuser. Wir würden sagen, es ist gegliedert in Strophen, aber diesen Strophen, diesen Häusern entsprechen vielleicht auch Häuser des Heiligtums. Jede Strophe schließt mit einem Refrain. Der Anfang des Preisliedes, Sie merken, wir nähern uns jetzt immer mehr an das Eigentliche. Der Anfang des Preisliedes preist erstmal gar nicht, sondern der Anfang erzählt uns eine Geschichte. Wir können die als Rahmenhandlung beschreiben, aber das klingt so abwertend. Also es fängt an mit einer Geschichte und da haben wir drei Akteure, drei wichtige Akteure, das sind sie dann auch, das ist die Vollzahl. Das sind drei Gottheiten. Der erste Akteur ist eine Göttin und zwar die Stadt- und Staatsgöttin von Kesch. Die heißt Nintu und ist eine Mutter- bzw. Geburtsgöttin. Sie ist die Eigentümerin der Stadt Kesch und des Tempels von Kesch. Neben ihr erscheint der Gott über das gesamte Land Sumer, der Staatsgott Enlil. Und schließlich, drittens, erscheint nochmal eine Göttin, nämlich die Göttin Nisaba, die Göttin der Schreibkunst. Und jetzt sind wir bereit und können uns den Anfang dieses Preisliedes anschauen. Zunächst mal ein wenig sumerisch, Originalton. Nam nunne, nam nunne, eta nam tabbe. Enlil nam nunne, eta nam tabbe. Nam nunne, nam lugala, eta nam tabbe. Und das heißt deutsch, die Fürstlichkeit. Da kann man viel überlegen, wen das meint oder was das meint. Es ist vermutlich am plausibelsten, das ist ein Ergebnis von Britt Kerger, die Muttergöttin und Eigentümerin des Tempels von Kesch gemeint, also Nintu. Die Fürstlichkeit führte ihn aus dem Tempel heraus. Typisch sumerisch. Der Text beginnt so, dass man erstmal nicht viel versteht. Es ist immer noch geheimnisvoll verborgen. Aber die zweite Zeile macht das deutlicher. Den Enlil, also unseren Staatsgott über ganz Sumer, führte die Fürstlichkeit aus dem Tempel heraus. Die Fürstlichkeit führte ihn für das Königtum aus dem Tempel heraus. Sehr hymnisch, aber gleichzeitig erzählend. Jetzt geht's weiter. Enlil richtete seinen Blick auf die Berge. Für ihn, Enlil, waren die Berge im Begriff, sich zu erheben. Also jetzt gerade entstehen die Berge, angetan mit ihrer schrecklichen Aura. Alle vier Weltgegenden, das heißt die ganze Welt, ergrünte für Enlil, als wären sie ein Garten. Und jetzt kommt ein wesentlicher Handlungsträger, das ist die Stadt Kesch.
Die Stadt Kesch bekrönte sich mit einer Krone. Kesch war nun das Haupt, das alle Bergländer überragte. Also Kesch gehört zu diesen Gebirgen, überragt sie aber. Primus inter pares, der Herausragende unter den anderen. Und ein Stückchen schauen wir noch weiter. Jetzt wird es nämlich ganz besonders spannend. Während nun Enlil das Preislied auf Kesch anstimmte, da war Nisaba die einzige Schreibkundige dafür, weil sie die Kunst beherrschte, das Preislied fest zu knüpfen wie ein Netz. Da war eine Schrifttafel. Während sie diese Tafel in die Hand nahm, und jetzt folgt das eigentliche Preislied auf Kesch. Also zusammengefasst, was sang Enlil und Nisaba schrieb es auf. Jetzt kommt der Preis. O Kesch, du Haus und so weiter und so weiter. Was haben wir hier gehört? Wir haben formal den Anfang eines hymnischen Preisliedes gehört. Und es ist sicherlich Ihnen aufgefallen, dass inhaltlich das sehr mythisch klingt. Und tatsächlich, wir können aus diesem Textbefund einen Mythos rekonstruieren und sogar mit unseren neuen Methoden nicht nur einfach einen Mythos, sondern einen Mythos mit verschiedenen Schichten, Strata, rekonstruieren. Das ist möglich aufgrund einer systematischen Rahmentheorie und Methodik für die Mythosforschung, die hier an der Universität Göttingen entwickelt wurde und wird, unter anderem in der DFG-Forschungsgruppe, die vorhin schon erwähnt wurde, zur Mythosforschung namens Strata. Und falls der eine oder die andere sich für die Ergebnisse dieser Forschung interessiert, so kann ich Sie verweisen auf das nächste Jahr. Da wird eine neue Reihe entstehen, die ist schon im Entstehen, die wird dann zugänglich sein, eine Reihe namens Mythological Studies, kurz einfach Mythos. Und der erste Band, Mythos 1, wird der Band sein von Christian Skoll, Haupttitel Tractatus Mythologicus, das ist die theoretische und methodische Grundlegung dieser neuen Mythosforschung. Und der Band 2, Mythos 2, wird Ergebnisse der DFG-Mythosforschungsgruppe Strata enthalten. Wenn Sie vorab schon Infos haben wollen, geben Sie einfach ein Universität Göttingen Mythosforschung, dann kommen Sie auf die Homepage, die hier unten angegeben ist und können sich gezielt auch noch zu weiteren Publikationen oder sonstigen Dingen dieser Forschungsrichtung informieren und können auch wahrnehmen, was es weiterhin für andere Mythosforschungsgruppen an dieser Universität gibt. Zurück. Wir sind dem Mythos, einem Mythos auf der Spur. Und das ist ein Mythos, der uns nimmt in die Anfänge der Welt. Wir können erschließen bei unserer Rekonstruktion, dass es in den Anfängen der Welt einen einzigen Tempel gibt. Dieser Tempel gehört dem Staatsgott Enlil. Und die Göttin der Stadt Kesch, Nintu, veranlasst nun, dass dieser Enlil aus seinem Tempel herauskommt. Er kommt und er blickt auf die Berge. Und was passiert? Die Berge entstehen. Also er blickt hin und die Berge erheben sich. Die entstehen, die erheben sich und werden grün. Das bedeutet, in dieser Landschaft, in dieser flachen Landschaft des Mesopotamien, da entstehen keine Berge. Was meinen die, wenn die von Bergentstehung reden? Da meinen diese Kompositeure, diese Autoren des Preisliedes, dass die Tempel entstehen, die Tempelberge. Also die Tempel mit ihren umgebenden Städten entstehen und gedeihen. Und eine Stadt ragt über alle anderen heraus, nämlich die Stadt Kesch. Und auf diese Stadt Kesch singt Enlil nun das Preislied. Und das müssen wir uns auch ein bisschen anders vorstellen, als wenn wir jetzt denken, ja, da ist jetzt was entstanden bei uns heute, da ist jetzt irgendwie ein Tempel gebaut worden, eine Kirche, eine Universität und jetzt werden irgendwelche großartigen Reden geschwungen auf die Sache, die eh schon fertig ist. Nee, das ist ganz anders gedacht.
Das ist auch eine Forschungsgruppe, die wir am altorientalischen Seminar haben, wo wir herausgefunden haben und dem weiter nachspüren, dass dieses Preislied singen eine Form der Aktivierung darstellt. Da wird Macht übertragen. Wenn der Gott das Preislied nicht singen würde, dann könnte der Tempel von Kesh nicht funktionieren und dann würde die ganze Stadt nicht gedeihen können. Also das ist was ganz, ganz Wichtiges. Spannend ist, wenn man den Text noch weiter liest, Stichwort Mythosforschung, Stichwort Schichten in Mythen, dann stellt man fest, dass noch eine andere Art, die Geschichte zu erzählen, mit überliefert wird. Nach der anderen Art, die Geschichte zu erzählen, nach einer anderen Mythenversion, ist es gar nicht der Enlil, der dieses Preislied singt. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon ein bisschen komisch vorgekommen mit diesem Enlil. Es gibt eine andere Version, die auch mit überliefert wird, nachdem das Preislied durch die eigene Stadtgottheit gesungen wird. Das, was man eigentlich erwarten würde. Und jetzt kommt noch ein zusätzlich ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Nisabah, die Göttin der Schreibkunst, schreibt das Preislied auf. Und in der Folge davon ist der Tempel dann in seine Macht eingesetzt und die Stadt gedeiht. Also schon mal ein ganz spannender Mythos. Und jetzt möchte ich Sie mitnehmen oder Sie aufmerksam machen auf ein eigenartiges Detail in der Formulierung dieses Mythos, nämlich wie das geschildert wird, was die Nisabah da macht. Wenn man so wie ich jetzt schon 60 Semester sumerische und babylonisch-assyrische Texte entziffert, liest, sich mit denen beschäftigt, dann kriegt man irgendwann so einen Eindruck, wie der Stil dieser Texte läuft. Und der Stil dieser altorientalischen und auch ganz speziell sumerischen Texte ist ganz klar. Die schildern uns die großen Linien. Die formulieren extrem knapp. Also da kommt nichts Überflüssiges, wenn Sie so wollen, kein Geschwafel. Ja, das absolut Essentielle wird formuliert. Entsprechend wird ausgesagt, wie das ist mit dem Enlil, der das Preislied singt. Eine Aussage, eine Zeile, fertig. Jetzt werden Sie sagen, stimmt aber doch gar nicht. Und da haben Sie recht. Abweichend ist die Schilderung, was die Nisabah macht. Ich zitiere nochmal, da war Nisabah die einzige Schreibkundige dafür, weil sie die Kunst beherrschte, das Preislied festzuknüpfen wie ein Netz. Da war eine Schrifttafel. Während sie diese Tafel in die Hand nahm und so weiter. Also, im Unterschied zum Enlil, der singt, eine Zeile, eine Aussage, ist die Aussage, dass die Nisabah das Lied aufschreibt, ausgeführt auf 3 Zeilen mit 5 Aussagen. Und innerhalb dieser 5 Aussagen findet sich auch noch eine schmückende Wiederholung. Ja? Da heißt es doch, während sie diese Tafel nahm. Also das ist nochmal intensiv wiederholend hymnisch ausgedrückt. Und noch eine weitere Beobachtung. Wenn man sich den Satzbau an diesen Stellen anschaut, dann stellt man fest, dass die Aussage, dass der Gott Enlil singt, gar nicht im Vordergrund steht. Die Sumerer können Aussagen unterordnen, ja, wie wir auch. Und das passiert, dass der Enlil-Sang ist untergeordnet. Und wo ist der Zielpunkt seines Gesangs? Der Zielpunkt lautet, Nisabah war die Schreibkundige. Und ein anderer Zielpunkt, es war eine Schrifttafel. Ich halte fest, die Länge des Abschnitts über Nisabah, die Wiederholung der Formulierung und dass es als Zielpunkt formuliert ist, zeigt, dass es hier um etwas Besonderes geht. Das kann nichts Banales sein, das ist völlig klar, ist völlig undenkbar. Es muss etwas Wichtiges sein. Und damit stellt sich natürlich gleich die nächste Frage, wieso ist diese Stelle so wichtig? Und ich würde sagen, das kann nur eine Erklärung finden. Diese Stelle ist so unglaublich wichtig, weil hier etwas ganz Neues geschildert werden soll. Etwas, was es zuvor noch nie gegeben hat. Ja? Machen Sie die Gegenprobe. Wir stellen uns diese Schriftkultur vor, wo die ganze Elite schreibt. Und die schreiben jetzt sowieso schon immer, den ganzen lieben Tag lang. Und jetzt sagen sie, und die Göttin, die schrieb auch. Das kann es nicht sein. Das wäre banal. Das kann nur wichtig sein, wenn es das allererste Mal ist, was hier in den Blick kommt. Und das ist typisch Mythos.
Also, von diesen Überlegungen können wir präziser den sumerischen Originaltext übersetzen. Das ist ganz oft so. Unsere Wortforschung und Grammatikforschung muss mit der Bedeutungsforschung, der Semantik zusammengehen, damit wir wirklich echte, passende Übersetzungen finden. Und jetzt übersetzen wir präziser. Da war Nisaba die erste Schreibkundige dafür, weil sie die Kunst beherrschte, das Preislied festzuknüpfen wie ein Netz. Da war die Schrifttafel entstanden. Sie können auch übersetzen, da war die erste Schrifttafel entstanden. Wenn wir von hier ausgehend den Mythos präziser rekonstruieren, dann können wir festhalten, Nisaba erschafft die Schrift und die Schrifttafel, um das Preislied aufzuschreiben. Was haben wir damit vor Augen? Wir sehen damit zum ersten Mal einen Mythos über die Schrifterfindung aus der Kultur der Schrifterfinder. Wir kennen das Thema bislang in sumerischer Überlieferung durchaus schon in einem historisierenden Sagenstoff, aber wir kannten es bis jetzt noch nicht aus einem Mythos. Diesen Mythos haben wir jetzt gefunden. Die Schrift entsteht bei der Entfaltung der Welt. Und die Schrift entsteht als eine Schöpfungsleistung der Göttin Nisaba. Das heißt, aus der originären Perspektive der Sumerer und Akkader, die können wir hier durchaus schon mitdenken, findet die Schrifterfindung nicht etwa im Dienst der Wirtschaft und Verwaltung statt, das wäre eine historische Betrachtungsweise, sondern im Dienst der Götter. Und das heißt auch zugleich im Dienst der Menschheit. Es ist speziell für die Verewigung des Preisliedes auf Kesch, dass der Gott singt und dass die Göttin aufschreibt. Diese Textentstehung und diese Schrifterfindung findet also statt im Dienst der Offenbarung. Und damit können wir diesen ersten Mythos über die Schrifterfindung auch nennen, den ersten Mythos über den ersten heiligen Text aus der Eigenperspektive der Sumerer. Der Gott Enlil singt, Nisaba erschafft die Schrift und fixiert das Lied auf der Tafel. Und das impliziert natürlich, dass diese Tafel der Urgrund, das Urmodell ist für alle weiteren Tafeln, die von ihr abgeschrieben wurden. Das heißt, die Tafeln, die die Schreiber im 18. oder 26. Jahrhundert geschrieben haben, verstanden sich als Abschriften des Originaltextes der Schreibergöttin, die diesen Text am Anfang der Welt erschaffen hatte. Halten wir also für die Kesch-Hymne fest. Die Kesch-Hymne ist ein in Eigenperspektive von Göttern mündlich und schriftlich gestifteter Text, ein geoffenbarter und fixierter Text. Und ich hoffe, Sie werden mir zustimmen, dass wir diesem Text dann auch das Prädikat heiliger Text geben können. Das Ziel der Schrifterfindung durch die Götter ist es also, diesem Mythos zufolge den heiligen Text zu verewigen. Jetzt ist es ja so, wenn wir ein Forschungsergebnis haben, dann stellen sich immer 10 weitere Fragen. Also die nächste Frage, die sich uns stellt oder die sich mir stellt, ist, jetzt haben wir diesen heiligen Text, ist es jetzt der eine heilige Text für Mesopotamien? Ehrlich gesagt, das wäre sehr komisch. Ehrlich gesagt, das kann überhaupt gar nicht sein. Warum nicht? Wir haben über 3000 Jahre Hochkulturen in Mesopotamien und diese Kulturen sind geprägt durch eine immense Pluralität. Da ist jeder Stadtstaat und Kleinstaat mit seinem eigenen zentralen Tempel, mit seiner eigenen zentralen Gottheit und da gibt es so vielfältige Traditionen zu beobachten. Und dann stellen Sie sich mal vor, über 3000 Jahre, da kann es nicht sein, dass es nur einen einzigen Text gegeben hat. Und wenn wir jetzt weitersuchen und an diesem Ergebnis weitermachen, dass die Nisaba hier die entscheidende Rolle spielt, dass der heilige Text weitergegeben werden kann, dann kommen wir zu einer weiteren Entdeckung.
Und zwar gibt es noch etliche andere Preislieder, die eine gewisse Unterschrift tragen, die immer so ähnlich lautet wie Nisaba Samen. Für Deutsch Nisaba sei Preis. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse zu diesem Preislied auf Kesch legt sich nahe, dass wir dies nun präzise verstehen können. Warum soll Nisaba gepriesen werden, auch wenn das Preislied eigentlich um ganz andere Gottheiten geht, die ganz oft dann auch im Schlusspreis genannt werden? Warum noch zusätzlich Nisaba, wenn sie eigentlich im Mythos gar keine Rolle spielt, über den da berichtet wird? Ich denke, die Schlussfolgerung liegt auf der Hand. Es kann hier nur ein Preis sein, gemeint sein, weil diese Nisaba es ist, die dafür verantwortlich ist, dass das jeweilige Preislied überhaupt da ist, weil sie es ist, die dieses Preislied verewigt hat. Es handelt sich also bei diesen Unterschriften ganz bestimmt nicht, wie in der Forschung häufig zu lesen, um eine mehr oder minder belanglose Unterschrift der Schreiber, die da halt auch noch einen Kotau vor ihrer Patronin, der Göttin der Schreibkunst, machen. So mache ich den Krickel auch noch drunter. Das glaube ich auf gar keinen Fall, sondern das ist höchst bedeutungsvoll. Ja, ich habe Ihnen hier zwei Tafeln eingeblendet, das können Sie sicherlich nicht sehen. Die schließen alle mit einem Doppelstrich ab. Das ist also das Ende des Textes, was da erreicht ist. Und in der Schlusszeile steht jeweils Nisaba Samim, Nisaba sei Preis. Das ist nicht belanglos. Das ist höchst bedeutungsvoll. Das ordnet den jeweiligen Text der Gruppe der Heiligen Schriften zu, die durch die Göttin Nisaba überhaupt zugänglich werden. Also, nicht ein heiliger Text, sondern schon mal eine ganze Gruppe. Jetzt möchte ich Sie noch zu einem weiteren Befund mitnehmen, der uns die Überlegungen zu dem, was heilige Texte auszeichnet, der uns da bei diesem Thema für den antiken Orient noch ein Stück weiterbringt. Und zwar habe ich noch einen weiteren Mythos entdeckt über heilige Texte. Und zwar diesmal in einem Preislied auf eine ganz andere Göttin, die Göttin Nashe. Die letzte Publikation ist von Pascal Attinger von 2017 und ich verdanke den Hinweis auf diesen Text meiner Mitarbeiterin Anja Merck. Das ist das Schöne, wenn man in einem großartigen Seminar forschen darf und sich unterhält mit den Mitarbeitern und mit den Studierenden und dann kommt so das eine oder andere und insofern ist mir eine besondere Freude, dass ich Ihnen hier auf Basis dieses Hinweises von Anja Merck hier noch weitere Erkenntnisse nahebringen kann. Und zwar ist hier ein weiterer Mythos über heilige Texte zu finden. Die Akteure sind diesmal andere. Es ist der Ritualgott Enki, passt ja sehr gut zu heiligen Texten, und seine Tochter, die Göttin über Vögel und Fische und auch Göttin eines eigenen Stadtstaates namens Nashe, traditionell Nanche. Wenn wir diesen Mythos rekonstruieren, dann können wir festhalten, dass es zunächst mal die Information gibt, dass der Ritualgott in seinem eigenen kosmischen Raum, das ist der Süßwasserozean, der unterirdische Raum, wo das Süßwasser ist, in diesem Süßwasserozean, den nennt man sumerisch Absu, erschafft Enki heilige Lieder und Orakelentscheide. Und jemand, es wird uns nicht gesagt, wer, es liegt wahrscheinlich sehr nahe, dass es die Nashe selbst ist, bringt diese heiligen Lieder und Orakelentscheide aus dem Süßwasserozean herauf. Und wohin bringt sie die? Das liegt sehr nahe. Das kann nur sein, in ihre eigene Stadt, an ihren Tempel. Und dann ist noch die Aussage zu finden, dass bestimmte Personen, das sind einerseits Urgottheiten und andererseits ist es auch eine Priestergruppe, das wabert so, wahrscheinlich sowohl das eine wie das andere, die offenbaren und machen bekannt diese Lieder und wie es dann noch heißt, die Reinigungsrituale. Also Sie merken schon, von der Thematik her geht es auch hier um heilige Texte, um deren Herkunft und darum, wie man Zugriff darauf bekommen kann. Die Herkunft der heiligen Texte nach diesem Mythos lautet folgendermaßen: Der Ritualgott hat sie erschaffen.
Die Göttin Nasche vermutlich hat sie aus dem Süßwasserozean hochgebracht. Das ist gar nicht so ohne, da darf nämlich eigentlich überhaupt niemand rein in diesen Süßwasserozean. Und Urgottheiten bzw. Priester bzw. beide haben diese heiligen Texte geoffenbart. Und jetzt kommt noch was sehr besonders Spannendes. Jetzt kommt nämlich im Text bzw. im Mythos, ja, ich würde sagen auf der Textebene, noch eine Information, wie man mit diesen heiligen Texten umgehen soll. Und zwar finden wir da den Hinweis, dass die wortwörtlich wiederholt werden müssen. Da liest man, dass dem Wortlaut der Worte K-Enimmer niemand etwas hinzufügt, noch nicht einmal etwas Geflüstertes. Also, diese Texte müssen absolut pur, diese Worte müssen absolut pur überliefert werden. Ich möchte an dieser Stelle fast schon abbrechen, zumindest nur noch einen kurzen Ausblick machen auf weitere Forschung. Also für unsere weitere Forschung ist schon etliches vorgezeichnet. Zum einen wird es uns darum gehen, weitere solche Mythen zu suchen, zu rekonstruieren und auszuwerten, sowohl in der sumerischen wie in der akkadischen Überlieferung. Da wäre auch noch ganz viel zu nennen, aber das wäre ein zweiter Vortrag. Und dann ist an dem Punkt, den ich Ihnen jetzt als letzten Punkt vorgestellt habe, an dieser Bezeichnung Wortlaut der Worte, das ist keine Textbezeichnung, das ist eine spezielle Formulierung, an dieser Formulierung ist weiter zu forschen. Dieses K-Enimmer. Diese Formulierung kennen wir nämlich aus Hunderten und Aberhunderten von Texten, und zwar sind das allesamt Rituale. Diese Rituale werden überliefert und drunter findet sich der Vermerk Wortlaut der Worte. Also der Ritualtext wird zusammengefasst mit der Formulierung Wortlaut der Worte. Im Preislied auf Nasche ist es eine Bezeichnung für Texte, die von einer Gottheit kommen, für heilige Texte. Daraus legt sich jetzt die These nahe, dass auch all die Rituale, die zusammengefasst werden mit dem Stichwort Wortlaut der Worte, dass auch die zu verstehen sind als Abkürzung für Wortlaut der Worte eines Gottes. Also, anders ausgedrückt, als heilige Texte. Und tatsächlich ließe sich das vielfältig belegen und wie gesagt, das ist eine Aufgabe für weitere Forschung. Und wenn ich dazu komme, immer wenn es irgendwie geht, schreibe ich an meinem Buch Religion in Mesopotamien und da wird das ein wichtiger Punkt sein. Ich komme zum Fazit. Heilige Texte in Mesopotamien. Die Vorstellung von heiligen Texten ist gut bekannt, wie wir gesehen haben. Diese heiligen Texte werden aufgefasst als eine Gabe bestimmter Gottheiten. Götter erschaffen diese Texte, Götter fixieren die Texte schriftlich, Götter bringen die Texte aus fernen kosmischen Räumen und Götter, und in ihrem Auftrag Priester könnte man denken, offenbaren diese Texte. Und niemand darf den Wortlaut dieser heiligen Texte verändern. Zum Schluss können wir also nochmal auf den Beginn des Vortrags schauen, wo wir festgehalten hatten, Mesopotamien ist keine Buchreligion und heilige Schriften spielen dort keine Rolle. Die neuen Forschungsergebnisse lassen uns festhalten. Mesopotamien kennt eine Religion mit heiligen Schriften. Und wir würden sie sicherlich nicht unbedingt als Buchreligion bezeichnen, aber mit etwas Abstraktion von der Tontafel zum Buch, wenn Sie mir das gestatten, würde ich vorschlagen, diese mesopotamische Religion als Bücherreligion zu bezeichnen. Und damit danke ich Ihnen ganz herzlich für diese konzentrierte Aufmerksamkeit. Vielen Dank.